Herzlich willkommen hier in der Friedhofskirche in Wuppertal-Elberfeld. Wir sind zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In einem dieser schönen Fenster unserer Kirche lesen wir: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ein Wort, das Jesus gesagt hat, die Botschaft von Ostern, wie wir sie in den letzten Tagen hören konnten. Aber vielleicht ist uns ja die Botschaft dieses Fensters daneben in diesen Tagen sehr viel näher. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der wird leben, auch wenn er stirbt. Denn jeden Tag erreichen uns Nachrichten von infizierten Menschen. Wie dramatisch sind die Berichte, die uns aus der ganzen Welt erreichen. Bei uns hat sich die Infektionsrate gesenkt, aber die Spannung bleibt auch bei uns. Alles ist anders. Wir haben die Ostertage anders erlebt, vorwiegend digital und in unseren vier Wänden. Die Botschaft blieb. Aber es fehlte die persönliche Begegnung in der Gemeinschaft der Gottesdienstgemeinde. Es ist alles anders. Wie lange noch? Dazu gibt es jetzt Überlegungen, gesundheitliche, soziale und ökonomische Bedürfnisse werden abgewogen. Aber auch geistliche Fragen stehen im Raum. Braucht man nicht gerade den Trost von der Kirche in diesen Tagen? Ja, es ist alles anders. Anders, als man gedacht hat, anders, als man geplant hatte, anders, als man es sich noch vor ein paar Monaten hätte vorstellen können. Aber verbindet nicht gerade das uns mit den Jüngern der nachösterlichen Zeit? Am Ende des Johannesevangeliums, nachdem der Evangelist eigentlich schon sein Schlusswort gesagt hat, nimmt er noch Texte auf, die ihm wichtig sind. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr.
Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Nach dem Schock von Karfreitag taten die Jünger, von denen hier die Rede ist, das, was viele nach einem tiefgreifenden Schock tun. Sie suchen nach Sicherheit. Die Jünger sind wieder nach Hause gegangen, an den Ort, wo sie früher gearbeitet haben und gelebt haben, an den See Tiberias. Sie gehen ihrem Beruf wieder nach, dem des Fischers. Die Zeit mit Jesus hat sie geprägt und verändert. Müssen sie das jetzt alles vergessen? Man kann sich vorstellen, was in ihnen vorging. Alles war anders gekommen, als sie gedacht hatten. Der Schock saß tief. Und nun folgt eine Begegnung, die uns an eine Geschichte erinnert, wie Jesus die ersten Jünger berief. Petrus, Jakobus und Johannes, die auch jetzt mit dabei sind, waren auch damals dabei. Die Geschehnisse scheinen sich zu wiederholen. Die Fischer bzw. die Jünger sind an diesem Morgen mit leeren Netzen zurückgekehrt. Jesus fordert sie auf, noch einmal auszufahren. Und nun sind sie sehr erfolgreich. Einst hatte Jesus in dieser Begegnung Petrus und die beiden Zebedäus-Söhne berufen. Nun erkennen diese erst in diesem Handeln, dass der Mann, der da am Ufer steht, Jesus der Herr ist. Es ist also so wie damals und doch ist alles anders. Jesus ist da und doch erkennen sie ihn zunächst nicht. Er ist nun als Auferweckter da in einer anderen Seinsform, die nicht mehr unseren Begrenzungen unterliegt. Er ist der Erlöser, der uns aus der Perspektive des Glaubens auf diese Welt blicken lässt. Die Jünger erkennen ihn als ihren Herrn. Das gemeinsame Mahl soll sie stärken. Aber es ist natürlich mehr als nur das Essen in diesem Moment. Es ist ein Zeichen dafür, dass Jesus ihnen Kraft geben will für den Weg, der vor ihnen liegt. Werden in Jerusalem zur ersten christlichen Gemeinde zusammenfinden. Sie werden von ihren Begegnungen mit dem Auferstandenen erzählen und zum Glauben einladen. Sie selbst werden versuchen, in seinem Sinn zu leben. Gemeinschaft im Glauben, ein Leben in der Liebe,
im Hoffen auf eine Zukunft in Gott. Für die Jünger und auch für die Frauen in Jesu Nachfolge war alles anders geworden. Sie wurden nun aktive Zeugen und Zeuginnen der Liebe Gottes und aktive im Handeln in der Liebe. In einer der vielen Sendungen zum Thema Corona sagte eine französische Journalistin: Nach Corona müssen wir uns überlegen, wie kann man anders leben? Denn jeder ahnt, nach Corona wird es anders als zuvor. Im Fokus steht dann natürlich als erstes die gesundheitliche und sonstige notwendige Versorgung. Das Produzieren wichtiger gesundheitlicher Güter, regional wie auch weltweit. Bis zum Gehalt von Pflegekräften und anderen Menschen in wichtigen Berufen, die jetzt eine ganz neue Wertschätzung erfahren. Darüber hat die Diskussion begonnen. Und sicher werden wir alle mehr auf die Hygiene achten. Wie werden wir uns in Zukunft begrüßen? Aber müssen wir als Gesellschaft nicht mehr lernen? Zum Beispiel, dass wir wacher werden müssen. Vor einigen Jahren schon haben Wissenschaftler vor einer Pandemie gewarnt. Und auch wenn man davon vielleicht beunruhigt war, in der Praxis hat es keine oder kaum Konsequenzen gegeben. Werden wir beim Klimawandel auch erst konsequent handeln, wenn es zu spät oder fast zu spät ist? Für manche ist die erzwungene Ruhe schwer zu verkraften, weil sie mit Einsamkeit zusammenhängt. Viele andere erleben diese Wochen vielleicht auch einmal, dass sie nicht so gehetzt sind wie sonst, dass sie mehr zu sich selber finden können. Und da kommen dann ganz automatisch auch Fragen nach dem Sinn des Lebens hoch. Auch Fragen nach Leben und Tod. Denn die Pandemie stellt uns ja gerade solche Fragen. Die vielen Verstorbenen, die wir betrauern, sie fragen uns nach unserem Glauben und unserer Hoffnung angesichts der Macht des Todes. Das tiefe Vertrauen, dass wir im Leben und im Sterben nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, das will uns jetzt Trost geben, uns auch weiterhin begleiten und stärken. Und mit
Der Lockdown führt uns zurück auf die Essentials unseres Lebens. Sollten wir uns diesen nicht wieder mehr zuwenden? Wie schön, wenn man wieder jemanden in den Arm nehmen kann, auch außerhalb der engen Familie. Wie schön, wenn man wieder über einen belebten Markt laufen kann. Wenn man wieder mit anderen in einem Raum singen und beten kann. Wenn man wieder Gemeinschaft haben kann in körperlicher Anwesenheit. Sollten wir uns eine Dankbarkeit für diese bisher so selbstverständlichen Dinge nicht erhalten? Das Leben ist anders geworden. Das Leben der Jünger damals am See Tiberias. Auf ganz unterschiedliche Weise ist auch unser Leben anders geworden. Aber auch hier und heute will uns der Auferstandene Mut machen, uns Mut und Kraft geben für unseren Weg. Er entlässt uns auch mit einem Auftrag, die Liebe Gottes zu verkündigen und ganz praktisch zu leben und damit Hoffnung zu säen in einer Welt, die vom Dunkel bedroht ist. Wie es auch der Apostel Paulus sagt: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Wir wollen beten. Herr, gib uns erleuchtete Augen des Herzens. Richte unseren Blick nach außen. Lass uns erkennen, wo wir gebraucht werden. Lass uns erkennen, wem wir ein gutes Wort oder Zeit schenken können. Zeige uns Wege auf, wie wir Menschen berühren können, ohne die Hand auszustrecken. Lass uns da sein für andere. Lass uns spüren, was es bedeutet, deine Botschaft in die Welt zu tragen. Und hilf uns, nicht nur den Menschen, sondern auch diese Erde zu beschützen. Herr, gib uns erleuchtete Augen des Herzens. Richte unseren Blick nach innen. Nimm uns die Angst. Schenke uns Zuversicht. Mach uns ruhig. Lass uns in der Stille, der Dankbarkeit nachspüren für dich und deine Nähe, o Herr, und für die Gemeinschaft mit anderen, auch wenn wir ihnen zurzeit nur aus der Ferne verbunden sind. Denn die Gemeinschaft trägt uns auch so. Lass uns die Kraft spüren, die der Glaube in uns gepflanzt hat. Lass sie groß und stark sein, mit tiefen Wurzeln und dicht belaubter Krone. Herr, gib uns erleuchtete Augen des Herzens. Richte unseren Blick über den Horizont hinaus. Lass uns verstehen, was Ostern wirklich bedeutet. Auferstehung, ein Leben nach dem Tod. Kein Ende, ein Anfang. Und so lass uns aus dieser schweren Zeit, in der wir uns weltweit befinden, einen Neuanfang machen. Zeige du uns die neuen Wege, gib uns Mut, sie zu beschreiten. Herr, gib uns erleuchtete Augen des Herzens. Amen. Wir beten miteinander. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Bleiben Sie behütet und in Gott geborgen.